Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Anno 2205. Wir spielen heute weiter und ja, ich sehe gerade, wir haben nur noch plus 12.000 Credits. Wo sind die alle hin? Wir hatten doch mal plus 30.000. Naja, ich weiß nicht, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das wirklich so wenig waren, wenn ich gerade mal so drüber nachdenke. Naja, egal, wir spielen jetzt weiter und ja, ich würde jetzt gerne mal die Replikatoren angehen und ich denke mal, dass die auch nicht so billig sein werden zum Produzieren. Ja, die waren genau gar nicht billig, das weiß ich noch. Also, wir brauchen erstmal diesen Diamantenschleifer, den haben wir ja schon. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Sind ineffizient. Ah ja, wegen der Energie. Okay. Natürlich. Ich glaube, hatten wir nicht hier vorne noch einen? Nee. Ja doch, hatten wir, aber das ist schon komplett ausgebaut. Woher soll ich denn die ganze Energie herkriegen? Ah ja, hier hatten wir noch eins gebaut. So. Dann haben wir mal wieder ein bisschen Energie und können dann jetzt... Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, schön. Jetzt müsste der hier... Nee, dem fehlen seltene Erden. Okay, die kommen vom Mond. Und auf dem Mond haben wir... Nee, wir haben noch gar keine neue Transferroute. Und zwar Mond, seltene Erden. Sehr schön, da haben wir da plus 2. Und dann würde ich einfach sagen, dass wir hier vom Mond auf die Erde eben genau diese zwei dann bringen. Output-Verbindung wird hergestellt. So. Diamantenroute, die ist jetzt ineffizient. Ja, genau, weil der hier jetzt angefangen hat. Was haben wir hier jetzt an der Diamantenbilanz? Minus 3. Ah, verdammt. Okay, ich schau mal kurz, ob wir, wie viel wir da transportieren. Diamanten werden hier... Okay, dass wir da plus 1 haben, dann ziehen wir den mal da ab, dass wir hier in Akerschollen auf 0 kommen und müssen aber dann trotzdem die Diamantenmine ausbauen. Ah ja, da hatten wir schon mal ein Upgrade drin, das habe ich aber wieder rausgenommen, weil ich da nicht wusste, dass wir das doch nicht brauchen. Okay, wir werden langsam arm, aber ich würde jetzt trotzdem gerne versuchen, das noch in die Replikatorenfabrik zu bauen. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Okay. Oder? Unterhaltungskosten sind jetzt 3500. Das werden wir nicht stemmen können. Ah ne, ist hier doch schon. Haben wir schon. Okay. Erfolg freigeschaltet, aber wir sind jetzt auch im Minus. Transferroute ineffizient. Vitamindrinks. Ja. Die Energie fehlt natürlich mal wieder. Aber wann tut sie das nicht? So. Okay. Hey, wir machen sogar Credits Plus. Ich glaube, die zahlen jetzt mehr Steuern, weil wir mehr Zeug haben. Okay. Wir können? Können was? Warum hat es hier gerade so geblinkt? Es gibt nicht ausreichend Ressourcen, aber wir haben es jetzt, glaube ich, erreicht. Ich glaube, wir haben jetzt genug Investoren, damit das hier passt. Okay. Ja, das ist wunderbar. Dann würde ich aber auch, bevor ich das Upgrade mache, jetzt mal weiter ausbauen, damit wir wieder mehr Kohle haben. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, darum müssen wir uns dann kümmern. Man sieht, ich mache hier nur leichte Upgrades von denen hier, weil die Investoren, die zahlen echt eine Menge Kohle. Deswegen sind wir auch das letzte Mal auf die 30.000 auf einmal gekommen. So, wunderbar. Da geht unsere Kohle wieder hoch. Das sehe ich gern hier. So, ich würde es gerne flächendeckend upgraden. Okay, wir sind jetzt auf Firmenstufe 28 schon. Okay. Okay, das Gebäude können wir noch nicht. Dann mache ich erstmal diese hier. Okay, und dann bekommen die hier direkt nochmal ein Nee. Warte. Na doch, egal. Ich ziehe es einfach jetzt so mal drüber. Und dann... werden die hier wieder geupgradet, soweit die hier jetzt geupgradet werden können. Genau.
geht jetzt aber schon nicht mehr. Okay. Dann werden jetzt als nächstes die hier geupgradet. Und dann hier die Reihe noch hoch, soweit wie es geht. Okay, jetzt will niemand mehr geupgradet werden, aber wir haben auch eine Kreditbilanz von 26.000 wieder. Ne, 27.000 schon. Wir sind schon Stufe 29, das ist krass. Wie das abgeht, wenn man die upgradet, das finde ich echt krass. Wir sind gerade eben 28 geworden, wir sind es 29. Gleich sind wir Stufe 30. Unsere Kohle, wie viel können wir davon insgesamt haben? 3 Millionen. Sind wir gleich voll. Ja. Neue Gebäudearten. Stufe 30 müssten wir auch gleich schon erreichen. Ja, easy hier. Stufe 30 und da ist sie. Natürlich. Ich komme hier mit Stufe 28 rein, direkt erstmal. Um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Krass. 3.100.000 Credits haben wir auf der Seite. Es geht echt ab gerade. Wenn wir upgraden, geht's echt ab. So. Kundenanalysen zeigen unerfüllte. Okay, die wollen jetzt keine Credits mehr, Credits, keine. Au, das ist neu, das müssen wir jetzt auch noch produzieren, weil wir es freigeschalten haben. Okay, aber jetzt müssen wir natürlich unsere Bilanzen erstmal wieder alles ausgleichen und zwar fehlen natürlich mal wieder die Vitamindrinks. Das ist ja fast schon normal, ne? So. Deswegen kommen jetzt hier die Upgrades wieder ran. Limit erreicht, heißt wir brauchen schon wieder eine neue Fabrik davon. Na toll. So, und dann können wir die hier hochsetzen. Und dann kommt... Ja, die Klassiker aus dem 21. Jahrhundert sind mir auch die liebsten. Ich weiß nicht, ob man die gerade gehört hat. Ich habe sie gehört. Irgendwas hatte sie. Irgendwas wollte sie sponsern oder so. Glaube ich. Bin mir selber nicht sicher. Okay. Dann haben wir die jetzt schon mal wieder. Aber jetzt fehlen natürlich wieder die Früchte. Heißt, wir gehen hier zur Farm und dann brauchen wir Nahrung auch noch. Und warte mal. Die Nahrungsproduktion kommt jetzt hier mal hin. Kommt das da so ran und das kommt dann so dahin. Hier, das kann eigentlich... Die Obstplantage kann da bleiben. Da kommt einfach dann noch ein Feld daneben. Ah, ne, zwei sogar. Sonst wirtschaften wir ins Minus. Und, Alter, 37.000 haben wir jetzt schon wieder. Und wir haben die Replikatoren jetzt als Produktion. Sierra in Walbrook-Becken zu einem Transmissionsraumhafen. Dafür brauchen wir die Fusionskerne, glaube ich. Deswegen blinkt es hier auch so. Und... Ich mache das zwar jetzt noch nicht direkt, aber optimale Eingabe 26. Ich weiß gar nicht, wie viele ich davon auf dem Mond habe. Ich lade mal kurz den Mond rein. Ich bin immer unterwegs und versorge die LEC-Kolonien. Ja. Wir müssten eigentlich auch noch Kampf- und Nebenmissionen machen, aber die können wir eigentlich auch machen, wenn wir fertig sind mit der Story. Ich weiß gar nicht, wie viele Missionen wir da noch vor uns haben. Okay. Ich guck mal kurz auf den Mond hier und zwar haben wir hier plus 2. Hier haben wir insgesamt 338 Fusionsenergiezellen eingelagert. Heißt, wir können hier eine Route erstellen von diesen Fusionsenergiezellen und machen da jetzt einfach mal von hier nach hier und sagen, dass wir hier unten einfach ganz chillig plus 26 haben. Transverbunden. So. Was machst du hier draußen, jetzt sind wir oben negativ, aber... Ja. Ich finde es echt... Also langsam nervt es mich ein bisschen, dass die Händler einen immer ansprechen. Ist zwar cool irgendwie, aber... Ja. Okay. Jetzt haben wir hier optimale Eingabe. Baukosten 25 Fusionsenergiezellen. Raumhafen-Upgrade wird ausgeführt. Wir lassen es mal laufen. Und dann brauchen wir jetzt aber... Ja, ich würde jetzt hier trotzdem erst das hier noch weitermachen. Jetzt machen wir alles nebenher irgendwie gerade. So, der Schleifer muss schon Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern. Jaha. Ja, diese Androide, die muss ich jetzt auch gleich produzieren. Weil ich gerade gesehen habe, dass die auf dem Mond auch wollen.
So, und Energie. Obwohl, ich lasse es mal kurz. Der Raumhafen müsste gleich geupgradet sein. Dann könnten wir nämlich vom Mond die Energie runterbringen. Wo ist er denn? Hier. 14 Sekunden noch. Weil ich bin jetzt hier gerade minus 4. Ich lasse es mal trotzdem erst. Und schaue dann, ob ich das direkt über den Fusionsreaktor oben auf dem Mond machen kann. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Ja. Gegenmaßnahmen empfohlen. Upgrade 50 Graphen, die haben wir. Drake. Gerade wenn man glaubt, man kann durchatmen, kommt er aus seinem Loch gekrochen. Aber ich habe genug von den Versteckspielen. Wir schlagen zurück. Ja. Das ist weit ab des offiziellen Prozederes. Aber ich habe einen alten Kontakt aktiviert. Sie weiß, wo Drake sich versteckt. Und sie wird uns helfen, seine Anlagen zu infiltrieren, um seine Pläne aufzudecken. Okay. Drake unterhält auf der Erde eine geheime Militärbasis. Die tolle Frau. Alle Geheimnisse der Orbital Watch sind an einem Ort verstaut. Ich brauche nur ein Team fähiger Dateningenieure. Dann kann ich von hier aus darauf zugreifen. Oder wir machen einen Hausbesuch. Aha. Erreichen Sie die nächste Firmenstufe. So wie ich das jetzt kenne, werden wir gleich eh die nächste Firmenstufe erreichen, wenn ich ein paar Upgrades mache. Aber ich würde auch eigentlich gerne kämpfen. Oder soll ich die nächste Firmenstufe machen? Ich weiß es nicht. Sehr angenehm. Bitte nehmen Sie Platz. Und was fehlt's denn? Vollständig zufrieden. Ich werde jetzt aber erstmal kurz hier die Sachen ausbauen weiter. Replikatoren, die werden... Ne, die werden ja doch hier unten. Da hatte ich das ja schon hingebaut. Genau hier. Ein Upgrade. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja. Okay, ich mach doch noch einmal das Gezeitenkraftwerk. Ich kann das ja alles wieder. Mehr Energie, als Sie ja, haben. Ich weiß. Das verringert Ihre Produktivität. Ja, schon vorbei. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Okay. Geheime Militärinformationen. Ich dachte, ja. Das interessiert. Ich weiß. So. Jetzt müssten wir hier wieder positiv sein überall. Okay, wir brauchen mehr. Oh Gott. Okay, wir. Ja, erstmal kann ich die Route vom Mond wieder streichen, die hier. Die kann die direkt in die Tonne kloppen hier. So. Quantencomputer brauchen wir mehr. So. Das Objektprofil wird aktualisiert. Dann brauchen wir mehr Neuroimplantate. Okay, von denen hat die Arktis aber noch genug. Gehen wir hier mal auf die Runde. Ich kann es nicht mit dem Pad eingeben. Komisch. Okay. Sortiere Daten. Und dann brauchen wir noch die neue Route, weil die hier das jetzt verlangen in der Arktis. Und zwar von hier nach hier. Und die kriegen dann 2 Stück. Geht nicht. So. 2. Ich will den jetzt. 2. Hier, so. Warum aktualisiert er das nicht? So. Nein. 2. 2. Hallo. 2. Nicht 42. 2. Bestätigen. Verbunden. Okay, jetzt passt's. Okay. Nee. Ich dachte gerade, wir sind schon wieder ein Upgrade. Soll ich ich überlege gerade die ganze Zeit, soll ich kämpfen oder soll ich upgraden? Ich könnte natürlich kämpfen. Ich schau mal kurz, wo denn diese Mission ist. Hier. Interessant. 3 militärische Überwachungssatelliten konzentrieren sich gerade auf das Gebiet. Aha. Oh, 450.000. Du setzt Informationen effektiv ein. Die Lage hast du sauber entschärft, was? Das sagt sie zu mir, wenn ich Sachen upgrade. Aha. Okay, aber Ich kämpfe doch. Das müsste doch die sein, oder? Seine Siegel im Krisensektor. Mission Tynemere Versteck. Ist es das Richtige auch? Ich wollte sie nicht direkt laden, ich wollte erst schauen. Egal. Ja, ist richtig. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Ja, natürlich. Das letzte Mal, als ich eine Kampfmission... Sorry. Oder etwas Ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann.
Aber vielleicht müssen wir mehrere finden. Ich lasse die geheimnisvolle Frau erstmal ausreden. Wir haben einen Besucher. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. So. Das letzte Mal, als ich hier irgendwas gemacht habe, ist es mir leider passiert. Alter, was ist das? Oh Gott. Habe ich leider den Rest nicht gefunden. Wenn ihr das gesehen habt, ich habe da leider ein bisschen reingekackt, kann man ruhig sagen. Weil ich habe da irgendwas musste ich suchen, aber ich habe es dann nicht mehr gefunden. Ich habe da locker eine halbe Stunde gesucht. Das war irgend so eine komische Kiste und ich habe die einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht warum. So. Okay, ich bin aus dem Kampfsystem eigentlich komplett raus, aber nun gut. So, ihr geht mal bitte. Ja, okay, passt. Doch. Nee, alle hier. Ja. Da drauf.